in der letzten Phase von Atlantis, als es dunkel überschattet wurde, ist das Ego entstanden. Das Ego, ein Gebilde des freien Willens, den uns der Schöpfer mitgegeben hat. Ein Gebilde, das die ganze Welt veränderte und die ehemals paradiesischen Zustände in etwas verwandelte, was nicht mehr würdig war, wirklich Heimat genannt zu werden. Erde und Himmel spalteten sich voneinander. Das Paradies stieg in den Himmel hinauf und blieb dort für Tausende von Jahren, wo es noch immer verborgen ist, für den Menschen unerreichbar. Jetzt ist die Zeit gekommen, dieses Paradies auf die Erde zurückzuholen und die wesentlichen Veränderungen geschehen innerhalb der Spanne eines irdischen Menschenlebens, nämlich genau jetzt dieses Lebens, in dem wir uns mitten befinden. Genau jetzt ist die Zeit, wo die größten Revolutionen stattfinden. Und wir sind hier dabei, nicht zufällig, sondern Ausgesandte, Boten. Viele Dualseelen sind nicht wirklich Menschen, sondern hohe Lichtwesen, die sich als Menschen verkleidet haben. Auch deshalb haben sie eine so ungeheure Kraft und hatten so eine übermenschliche Kraft, grausamste Kindheitsjahre zu überleben. Und zwar nicht nur zu überleben, sondern sich dabei auch die Sensibilität ihrer Seele zu bewahren und nicht in einer psychiatrischen Anstalt weggesperrt zu werden, unter Medikamente gesetzt, die sie völlig betäuben. Das, was in Tausenden von Jahren entstand, gezüchtet, kultiviert wurde, sich immer mehr ausweitete, ausgebaut wurde, das Ego soll nun abgeschafft werden. Praktisch innerhalb eines winzigen irdischen Lebens. Ein Ego, das sich aufteilt auf Milliarden von Menschen. Ich weiß nicht, welcher Bruchteil von diesen Milliarden von Menschen im Dualseelenprozess ist, aber sicher ist es nur ein Bruchteil. Und wir haben uns diese Last aufgebürdet, freiwillig in Liebe aufgebürdet, Pionierarbeit zu leisten. Und weil wir im Vergleich zu der Gesamtheit relativ wenige sind und weil die Zeit so drängt und die Zeit sich so zusammengeballt hat, ist es so unermesslich hart für den Einzelnen. Dennoch bricht keiner von uns zusammen. Und darauf können wir auch zwischendurch mal richtig stolz sein, denn diese Anerkennung, die Selbstanerkennung gibt Kraft. An der Stelle möchte ich euch gerne eine Frau empfehlen, die mich seit Jahren begleitet. Es ist eine Heilerin aus Bayern. Hochbegabt in ihrer Heilkunst,
sehr breit gefächert in dem, was sie anbietet und als Mensch außergewöhnlich liebenswert und integer. Diese Frau heißt Kirsten Schürmann und ihr findet sie im Internet unter dem Stichwort LIE-Behandlung. Großes L, großes I, großes E-Behandlung, Kirsten Schürmann. Und wenn ich völlig erschöpft bin von meinen Transformationen oder auch von meiner medialen Arbeit, dann rufe ich sie an und sie macht mir eine wunderbare Fernbehandlung, viel, viel höher schwingend als Reiki, überhaupt kein Vergleich, was das Lichtvolle anbelangt und aufladend, transformierend. Also es ist ganz wundervoll. Ich möchte euch das gerne ans Herz legen, wenn ihr mal nicht mehr könnt. Und das Ganze ist auch zu sehr fairen Preisen. Ja. Gut, aber zurück zum Thema. Es macht Spaß zu dienen. Und letztlich dienen alle Wesen Gott, ob sie es nun wissen oder nicht. Und wenn man sich die Engelhierarchien anschaut, die obersten Engel, die nur Cherubim, Seraphim, die nur dazu da sind, Gott zu preisen, ja? Die nichts anderes machen, als Gott zu preisen. Und dann schichtet es sich nach unten, Engel, die für bestimmte Planeten verantwortlich sind, für bestimmte Länder und immer so weiter nach unten. Und jeder dient, jeder Engel dient. Und ganz unten in der Hierarchie steht der Mensch. Auch er ist ein Teil dieser Hierarchie und er dient. Und das ist kein Dienen, was einen zusammendrückt, sondern eins, was einen aufrichtet. Und was einhergeht mit Erfüllung und Lebensglück. Und wir Dualseelen perfektionieren dieses Dienen in gewisser Weise. Sich ständig bewusst zu sein, dass das, was man leistet, nicht nur für einen selbst ist, sondern für alle, ist eine ganz tolle Kraftquelle. Vereint brechen wir durch eine Wand. Wir schaffen es, einen bestimmten kritischen Punkt zu erreichen. Ab dem die Veränderung sich ausbreitet wie ein Flammenmeer. Wo es ansteckend wird für die anderen. Ansteckende Heilung. Manchmal ist das ein Gefühl, wie es in der Bibel beschrieben ist, dass man wie ein Kamel durchs Nadelöhr geführt wird. Wundersam und unvorstellbar und auch mit Schmerzen verbunden. Ego und Egoismus gehen Hand in Hand. Und wir werden die Erfahrung machen, dass wir bekommen, wenn wir nicht mehr haben wollen. Dass es zu uns fließt, wenn wir nichts mehr erzwingen wollen. Dass die Tür zum Zuhause, sowohl zu dem göttlichen Zuhause als auch zu der Heimat mit dem Menschen, dem wir am meisten lieben,
sich öffnen, wenn wir nicht mehr mit Gewalt dagegen schlagen. Denn alles ist da. Es ist nur vom Ego verschleiert. Das Ego möchte verhindern, dass wir glücklich werden. So tragen wir alle etwas in uns, das gegen uns ist. Und wir haben es selbst erschaffen. Unterstützt von jahrtausender Tradition, von gesellschaftlichen Vorgaben, von der Gemeinschaft der Egos, wobei es ein bisschen widersinnig ist, das Wort Gemeinschaft in diesem Zusammenhang zu verwenden, da das Ego trennt. Dennoch ist es ein kollektives Phänomen. Unsere Dualseele wird sich auf uns zubewegen, wenn wir sie nicht mehr rufen. Und wir bewegen uns auf sie zu, wenn sie uns nicht mehr ruft. Die Einheit ist schon da. Wir haben es nur vergessen. So wie Atlantis ins Vergessen stürzte. Und dadurch unterging. Ja, ich bin nicht mehr in Spanien und das merkt man. Ich bin hier nämlich auf einem öffentlichen Grundstück, aber tatsächlich kam eine Anwohnerin gerade und wollte mich hier weghaben. Was machen Sie denn da? Typisch deutsch. Aber ich habe mich erfolgreich verteidigt und gesagt, hier ist kein Zaun, kein Schild betreten verboten, hier ist kein Grundstück. Ja, und sie ist wieder gegangen. Ja, am liebsten würde ich sagen, venceremos. Das ist Spanisch und heißt, wir werden siegen. So. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst. Da freue ich mich wie ein Kind drüber. Und wenn ihr mich abonniert, das ist für mich auch eine ganz, ganz große Anerkennung. Ja, danke an alle, die mich schon abonniert haben. Und wir machen weiter. Tschüss.